Herzlich willkommen zur weiteren Folge bei 7 2D. Aktuell führt bei Raton durch. Und zwar mein äußeren Verteidigungsring. Und da schließe ich jetzt ab. Und sobald ich das getan habe, geht man los auf Tool. Wohin? Noch keine Ahnung. Aber wahrscheinlich. Schauen wir mal in eine Karte rein. Vielleicht Eiswüste oder Eiswüste, Eiswelt. Müsste ja bald Blutmond kommen normalerweise. Ich habe den Tag vergessen. Dann haben wir hier auch wieder zugemacht. Wir haben da zwar den Strom und da tut ihn auch weh. Mir nicht. Aber hier darum, dass wir hier mal hier die erste Welle aufhalten können, bevor sie näher an die Basis ankommen, ne? Ich habe über eine Dachanführung auch schon ein bisschen Holz hergebaut. So eine Art Schutz gegen Geier. Oh, ein Sack liegt hier rum. Na gut, die haben schon gehabt. Oh, Gäste. Na, schwanger. Muss ich aufpassen. Ob da nicht noch mehr kommen, ne? Können wir von ausgehen. Ich vergebe mal jetzt gleich mal ein paar Punkte. Das heißt, hier ist ungesichert, also mal vorne am hinteren Zaun. Möchte ja nicht unbedingt gleich, ne? So, hier sind auch drei Dinger vor. Oder gar vier. Das passt schon so. Überraschung. Weil hier sprengen sie in den Keller rein und kommen da vorne wieder raus. Irgendwie finden die einen Weg. Also hier haben sie schon fleißig gewütet, ne? Wahnsinn. Eine erste Bremse, ne? Hat nichts zu bedeuten, aber kriegen wir ja nicht mit, aber da, wenn sie bisschen tun sie da schon weh. Hier gehen sie auch auf lang. Hier war ein erster Versuch von Graben schaufeln mit einer Steinschaufel. Wäre ich, naja, fertig waren wir schon, aber halt also lange, ne? Mittlerweile buddel ich ja, wenn ich überhaupt, mit dem Erdbohrer. Ich habe bis heute keinen zweiten gefunden. Also die gibt es nicht oft in der Zombie-Welt. Zusammenbauen, naja, hat noch nicht geklappt, weil hatte ich bisher die Teile noch nicht gefunden, also beziehungsweise konnte noch nicht bauen. Aber ich habe einen mit Stufe 1. Und ich glaube, mit Stufe 5 könnt ihr bauen. So, das wäre immer verarbeitet alles. Diese Eisendinger sind ganz gut. Die ersten haben sie wieder alle, wo habe ich noch nicht gebaut, das kann auch sein. Ansonsten geht es hier nur noch Strom, ne? Und Strom. So, ganz mal kurz den Rücken frei halten. Und jetzt vergebe ich mal die Punkte. So, wir haben jetzt drei Punkte gesammelt. Das dauert ja sehr lange. Also
So, Bücher haben wir schon einige gefunden, alles gut. Ne? Dass wir nicht lernen konnten. Ne? Aber wie gesagt, uns geht es um Intelligenz. Wir haben jetzt die 10 erreicht. Und jetzt geht es darum, Mechanik, also erhalte 50% EP für Kills mit Wahlen. Achso, alle Maschinen spielen, arbeiten 20% Stand, kosten weniger. Aha. Das hatten wir vor, also hatte ich vorgehabt zu machen. Ob ich jetzt, muss ich mal gucken, ob das was bringt. Oh, Tag 70, ja. Das passt. Blutmond. Ob ich mit Stahl. Ich glaube, hier Licht aus. Jo, die Fallen waren auch aus, ne? Oh. Ich wollte mal schauen, ob ich. Nee. Einfach auch im Buch. Ist doch wieder blöd, ne? Gut. Die hat sich nicht geändert, außer die Geschwindigkeit, okay. Hier, ho, ho. Das ist der Mann. Aktuell stellen wir Benzin her und dann der Herkleber. Da ist Munition erstellen. Die haben jetzt Hülsen 46. Dann brauche ich noch ein bisschen Blei. Einmal 1000 Schießpulver. Und jetzt brauchen wir. Wie gesagt, ich kann auch nicht erstellen. Das macht's blöd. Weil Messing ist sowas von rar. Na gut, dann müssen wir so einen Kauf nehmen. Gut, schau mal her, das muss man haben wir da. Wir fahren mal Richtung Eiswüste, da wo noch ein Bücherladen war und vielleicht hat sie da wieder was gespawnt. Ansonsten gehen wir da irgendwo ein Gebäude rein. Wo wir was finden können. Wir können einiges hier behalten, also zum Beispiel unsere Nagelschutzpistole kann hier bleiben, ne? Das brauchen wir nicht. Das ist jetzt Blödsinn. Wir können aber was herstellen. Gar nicht. Pack nochmal Rohstoffe rein. Eisen. Das können wir ja mal verwerten. Wasser, das brauchen wir, das brauchen wir auch. Das lassen wir hier. Hauptsache ich finde die auch wieder. So, das brauchen Benzin für Moped und Messer für Fleisch. Das ist ein wenig, ne? Aber wir haben nicht viel. Naja. Blutmond ist das nichts, ne? Also da stellen wir was her, ne? Aktuell 100, ne? Ja, die kostet mich keinen. Da werden wir gleich mal umbauen. Dass wir die unten holen. Und die auch, die Pappgun, ne? Dann braucht die Munition nicht, die gute. Und bei den Zombies und Dichten kann man mit der gut schießen. Beim Blutmond ist ungünstig, weil das auch das eigene Gebäude zerstört, ne? So, jetzt fahren wir mal los. Und zwar, mal gucken, kurz in die Karte. Ob die Richtung. Da will ich hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen.
Wenn Licht an ist, ist auch die Fallen an. Das ist gut. Und hier ein paar Dinge aufgestellt, falls sie mal da langlaufen, dass sie dann gleich mal Panne die wehtun. So, ein Hirsch wollen wir auch noch kriegen, eine Möglichkeit. Jetzt haben wir halb 10, das heißt gegen, ja, ich will zumindest gegen 18 Uhr zurück sein, um mir ein bisschen vorzubereiten. Also Rest arbeiten im Prinzip, Kontrolle, ob alles heile ist, Reparaturen durchführen. Also was halt, ne? Muss mal sehen, dass ich bald mal ein anderes Fahrzeug baue. Vielleicht mal ein Auto oder ein Helikopter. Und dann nur schauen, dass wir irgendwann mal ein Netz kriegen. Ne? So, jetzt heißt ne, die Frage, was, ne, wo setzen wir unsere Punkte ein? Ich habe jetzt eine Brille aufgesetzt, die bringt 10% mehr Intelligenz. Ne? Also oder man kriegt schneller 10, ne, stimmt nicht ganz. 10% schneller XP. Also mehr. Und dann haben wir uns einen Händler und holen da mal, verkaufen wir unser ganzes Silber und Gold und andere Zeug da, ne? Aber heute aktuell nicht, also schaffen wir es nicht mehr. Ist ein Hund. Hund ist nicht so interessant. Ein Hirsch ist ja gut, ja. Hirsch. Hirsch haben wir nicht. Ist eher so nebenbei. Wenn der Hirsch mal über den Weg läuft. Wir müssen mal schauen, ob ich die andere bauen kann, diese Schießfalle. Ob das mit den anderen geht. Mit den Fallspitzen für so ähnliche Spitzen wie, naja, für die Falle halt, ne? Ob das funktionieren würde, dann könnte man das irgendwie aufstellen. Und dann wäre das mit den Zombies nicht ganz so gefährlich draußen. Ne? Dann kann man die entsprechend ja schwächen. Ne? Ah, heute nehmen wir keinen mit. Tschüss. Ach, ein Häschen, dann lass mal laufen. Auch ein Hirsch. Am besten 5. Hühner sind in der Wüste, habe ich mal gesehen. Ja, jetzt kommen wir in eine kalte Gegend. Ich habe eine neue Jacke an, also unser Hemd. Besser gegen prozentual plus gegen Wärme und plus gegen Kälte. Also. Kommen wir in der forstigen Ecke. Ja, 10 Uhr, also halbe Stunde müssen wir fahren. Ne? Wahnsinn. Hier ist kalt. Also. Kirche. Geh gleich ins Haus. Jetzt sind wir im Prinzip ein Gebäude, wo der Bücherladen mal war, wo er ist. Müsste hier irgendwo sein. Ja, bei der Bank gab es auch kein Geld. Ne? Thank you.
einem richtigen Pool. Da ist Bock. Schnell. Junge, die hat 825 XP gebracht. Aber wie gesagt, ich muss mein Dings wieder hinstellen, mein Turret. Dieses Schrotschützenturm, muss ich mal merken. Ja. Der Jagdgewehr, gut, okay. Auf irgendwann müssen wir verzichten, ne? Dann habe ich beim letzten Mal einen vergessen gehabt. Dann brauche ich nicht weiter gucken. Leer ist leer, ne? Dann gehen wir in ein Nachbarhaus mal rein, ne? Hallo Platten. Gut, was soll's, ne? Den oder den? Du warst C. So, hier mal schauen. Mal anklopfen. Oh, 1000. Hallo. Der sind die dammt eklig, du. Blöde Geräusche macht der. Eine Magnum mit Dreier. Also hier haben sie echt geplündert, ne? Der Pistole. Überraschung. Keller. Bleib tot, Junge. Bleib tot. Bleib tot. Kriegen, ne? Zum Beispiel, naja, Krieg ist gut. Ja, da oben geht's hier, glaube ich, nicht. Hier in meinen Keller. Und sollen wir unser Schutzgerät mitnehmen? Das Schrotdings da hier. Schutzturm? Na, Geschützturm. Einfach so merken. Geschützturm. Was?
böse. Gut, dann mal gleich mal demontieren, ne? Nee. Die Tür ist ein bisschen. Ist ja was drin, ein bisschen, ne? Nicht viel, aber. Immerhin zwei. Ich weiß, die Picke bringt mehr, aber ab und zu unter Holztüren. Oha. Waffenschrank, da muss ich eine Picke rausholen. Oh, schneller, jetzt immer schnell. Mahlzeit. Die muss ich ja mal erledigen. Will ja nicht dauernd gestört werden. Und die brauchen wir immer nicht. So, um was will, ne? Mal ja, was wir zu holen haben. Das ist wohl 33, und wenn wir Eier. Das ist ja sehr eng. Muss der Blutmond nachts zu Hause sein, in Anführungszeichen, ne? Bin ja gespannt, was die Stromfahnen so bringen. Ob das überhaupt Sinn macht. Oder wir müssen die Strompause anders bauen, dass sie halt ja, mehr abkriegen. Ne? Dass die Rampe, die wir gebaut haben, zu schmal ist, dass wir da eigentlich breiter gehen müssten und dann 3, 4, 5 Fallen in einer Reihe machen müssen. Die Möglichkeit schon draußen vom Tor. Ne? Ach, bin ich enttäuscht. Eine. In einer Schrotflinte. Was denn? Na. Und das für mein. Naja, gut. Keller gehen wir nicht mehr rein. Gut. Wasser. Ist immer gut. Kleber ist auch gut. Dose.
Gib doch auf. Da kommen wir her. Ein paar Messing. Ich stelle mal fest, dass wir mit der Picke mehr Messing kriegen. So, hier ist wieder. Ja. Da kommen wir her. Dann kommen wir in die zweite Etage. Bin hier nicht alleine. Oh, perfekt. Hat er mir mal einen Flachen gegeben, du? Immer ein Arsch, ne? Ja klar, wo hängst du hier? Ja, die Küche halten sich auf, ne? Bretter im Müll. Ah, Schrott. Schrott. Munition ist gut. Toaster? Nix drinne. Gut, da wollen wir ein Schussgerät holen. Messing. Ja. Und das ist vorne, das ist gut. Holz. Na, wenn wir Gewehr in der Hand nehmen, ne? Geh mal nach oben, ne? Nächste Etage. Keine guten Messingtüren, noch hier. Bei zwei. Das ist ein Riesending hier. Das kennen wir schon. Ja, wir brauchen auch nichts zu holen, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Dann sagt mal Tschüss und winke winke und ciao. Vielleicht sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Gucken wir mal nach, ne? Nichts drin. Tschüss.